Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute befinden wir uns in einem wunderschönen DAF XF 105 und wir befinden uns in der noch viel wunderschöneren Stadt Danzig, von wo aus wir nach Leborg fahren werden. Wir sind also auf dem Poland Rebuild unterwegs, hat der Pink Panzerfaust sich gewünscht, dass wir vor allem auch mal so ein bisschen durch Danzig fahren. Grüße gehen raus. Wir gucken mal auf die Map, wie viel wir von der Stadt auf dem Auftrag tatsächlich mitbekommen, und das ist gar nicht mal so viel. Deswegen würde ich sagen, ich guck mal, ob wir hier irgendwie sinnvoll einen kleinen Umweg einbauen können. Ja, können wir schon. Können wir schon. Dann haben wir jetzt 76 Kilometer Fahrtstrecke. Wenn wir vielleicht noch einen kleinen Umweg hier rüber machen. Huch, nein, nicht da. Da. Dann haben wir 87 Kilometer Fahrtstrecke. Aber dann sehen wir ein bisschen mehr von der Stadt. Das ist schon mal gut. Das habe ich nämlich eigentlich mit diesem Auftrag hier vorgehabt, dass wir ein bisschen was von Danzig sehen. Und deswegen würde ich sagen, rollen wir einfach mal langsam los. Und wenn wir mal kurz in die Flycam gehen, dann sehen wir schon, ups, hier rauszukommen wird erstmal gar nicht mal so einfach. Aber wir probieren es, natürlich probieren wir es. Und ich denke mal, irgendwie kriegen wir es auch hin. Ich mache erstmal noch einen Screenshot, eventuell für ein Thumbnail oder so. So, Vorwärtsgang eingelegt. Wir haben noch einen EVR-Soundmod mit am Start, also Engine Voice Records. So, hier vorne kommen wir auf jeden Fall schon mal ganz gut rum. Müssen wir nur gucken, was unser Trailer da hinten macht. Wobei, ich glaube, das klappt besser, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen einlenken, damit wir hier nicht den Randstein. Aber das wäre jetzt nicht so dramatisch. Ach ja, doch, das klappt. Okay. Habe ich mich, habe ich mich umsonst verrückt gemacht. So, links ist frei, rechts auch. Fahren wir mal geradeaus. Also allein diese Kopfsteinpflasterstraße hier gefällt mir schon mega. Hier waren wir aber, glaube ich, tatsächlich schon mal in einem Video. Das ist schon eine Weile her, da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal Poland Rebuild gefahren oder so. So, dann biegen wir hier einmal rechts ab und dann befinden wir uns auch schon mehr oder weniger auf einer, ja, auf einer Hauptverkehrsstraße, würde ich fast schon sagen. Tempomat machen wir deswegen mal bei 50 rein und genießen so ein bisschen die Aussicht. Hergefahren bin ich im Wintermod, dann habe ich gemerkt, dass der auf dem Poland Rebuild hier und da nicht ganz so optimal funktioniert. Deswegen habe ich den rausgenommen und ohne Wintermod kommt die Schönheit der Stadt auch einfach ein bisschen besser raus, muss man ja auch einfach mal so sagen. Die Stadt sieht nämlich wirklich von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wunderschön aus. Ich meine, allein die alte Straßenbahn da hinten und sowas. Das ist schon cool. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt auf den nächsten Kilometern noch zu sehen. Ich habe mit Absicht einen kürzeren Auftrag genommen, damit wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit haben, hier ein paar kleine Umwege durch die Stadt zu fahren. Damit wir auch noch mal ein bisschen mehr von Danzig sehen. Ist, glaube ich, auch so ziemlich die größte Stadt und auch so ziemlich das Highlight auf Poland Rebuild. Zumindest momentan, weil Poland Rebuild auch die ein oder andere wirklich schöne Landstraße und sowas alles hat, keine Frage, aber ich glaube, Danzig ist dann schon so ein bisschen das Highlight. Er geht mit seinen 510 PS aber gut vorwärts. Wir haben ja, na gut, wir haben auch nur 12 Tonnen Knoblauch geladen, also es ist jetzt, wir sind jetzt nicht so schwer. Mich gerade schon gewundert, warum der für seine 510 PS so gut nach vorne geht. Auch die ganzen alten Gebäude hier ist schon cool gemacht, tatsächlich. Also ich muss tatsächlich sagen, in letzter Zeit gibt es immer weniger ETS-Maps, die mir nicht gefallen. Also ihr werdet ja wahrscheinlich mein Video zu Heilbronn gesehen haben. Das war wahrscheinlich noch die Map, die mir in letzter Zeit am ehesten nicht ganz so gut gefallen hat. Ansonsten ist das, was ihr meistens vorschlagt und was ich hier auch in den Videos teste, das hat alles Hand und Fuß. Das ist schon ziemlich cool. So, jetzt biegen wir hier einmal rechts ab. Sieht auf jeden Fall schon, also ich war noch nicht in Polen, aber... ich würde den eigentlich schon abnehmen, dass es in Danzig ein Stück weit bestimmt so aussieht. Dass man vielleicht was wiedererkennt oder dass es zumindest wie eine typisch polnische Stadt aussieht hier. Ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht. Und ich weiß, ich sage das bei jeder Map in letzter Zeit, aber gerade deswegen, weil es so gut ist, hoffe ich auch, dass die Jungs vom Poland Rebuild auch noch so ein bisschen weitermachen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr updaten und so, dass vielleicht irgendwann ganz... Polen quasi, ja, überarbeitet haben, das wäre schon ziemlich geil. Und allein wie sich hier der DAF, also das sieht schon cool aus mit diesem Gebäude da auch im Hintergrund und so. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht mal, ob das ein eigenes Gebäude von denen ist oder ob das irgendwo anders herkommt, aber es ist ja im Endeffekt auch wurscht, das sieht alles ziemlich glaubhaft und realistisch aus. Mensch, schaut euch mal diese enge kleine Straße an, durch die wir fahren. Ich dachte eben im ersten Moment, der Schatten hier vorne... Oh, das sah nicht so schön aus gerade. Ich dachte im ersten Moment, der Schatten hier vorne wäre ein Bahnübergang.
Okay, hier ist anscheinend die Werkstatt, deswegen war ich hier auch schon mal. Hier habe ich mich. Stimmt, hier bin ich mit der Schnellreise hingekommen. Es sah halt im Schnee einfach kacke aus. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es hier scheiße aussieht, aber ohne Wintermod. Klar, die Texturen an den Gebäuden, vor allem an dem jetzt links von uns, die könnten schon ein bisschen knackiger sein, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten, auch so vom Fahrgefühl, wie authentisch es sich anfühlt, das ist schon ziemlich gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Paul und Rebuild habe ich euch ja eh schon tausendmal empfohlen. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir können aber auch ein bisschen drüber quatschen tatsächlich. Was? Ach so, ja natürlich. Muss ich das jetzt hier als Kreisverkehr oder? Nee, ich glaube, ich muss das hier nicht als Kreisverkehr behandeln, oder? Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Es macht schon auch Spaß, hier durchzufahren. Und sowas würdest du halt im Normalfall nie sehen, wenn du einfach nur irgendeinen Auftrag fährst. Wenn du so eine riesen Map-Kombo hast, dann passiert das ja schon mal, dass du einfach nur einen Auftrag fährst vom südlichen zum nördlichen Ende der Map. Aber dann würdest du hier zum Beispiel gar nicht vorbeikommen, würdest diesen ganzen schönen Innenstadtverkehr hier oder auch diesen Verkehr am Arsch der Stadt quasi im abgeranzten Industriegebiet würdest du gar nicht mitbekommen. Und das ist mega geil. Worüber ich in dem Video aber auch nochmal so ein bisschen quatschen wollte, ich gucke gerade mal, wie viele Kilometer wir noch haben. Oh ja, schaffen wir noch alles locker. Worüber ich halt auch so ein bisschen noch quatschen wollte, ist, was jetzt aktuell so auf dem Kanal passiert, was so meine Pläne sind. Ihr wisst ja, ich streue immer mal wieder so ein Video ein, wo ich ein bisschen drüber quatsche, was für die nächsten Monate meine Pläne sind. Und ich habe auf jeden Fall weiterhin vor, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, mindestens 3 Videos die Woche zu Truck-Simulationen zu machen. Bei Mod-Vorstellungen oder wenn irgendwas Neues rauskommt, werde ich auch probieren, mehr zu machen. Oder wenn ich gerade sehr viel Zeit und Lust habe. Aber ich möchte auf jeden Fall mindestens 3 Videos zum ETS und ATS in der Woche haben. Das werden manchmal 3 ETS-Videos in der Woche sein, manchmal aber auch nur 2 und dann dafür ein ATS-Video und so. Das mache ich ja auch immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich denke, das ist jedem von euch klar. Was jetzt aber so ein bisschen neu ist, und das werdet ihr, wenn das Video kommt, ja sicherlich schon bemerkt haben, dass am Wochenende vermehrt Videos zu Rennspielen kommen. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Das sind Spiele, die ich in meiner Jugend, in meiner Kindheit sehr viel gespielt habe, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und die will ich einfach mal ein paar Videos zu machen. Jetzt Dirt 3 zum Beispiel, es kommt, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich noch ein anderes Spiel dazugekommen, von dem ich aber noch nicht sicher bin, ob es funktionieren wird auf Windows 10. Deswegen sage ich auch noch nicht, was es ist. Aber halt einfach auch mal so ein bisschen was anderes machen und ein bisschen Abwechslung auch auf den Kanal bringen, weil ich habe tatsächlich für mich in letzter Zeit immer öfter gemerkt, okay, mir macht ETS zwar extrem viel Spaß und ATS auch, aber ich weiß teilweise echt nicht mehr, was ich fahren und worüber ich in den Videos quatschen soll. Manchmal geht mir einfach so ein bisschen die Luft aus, weil es kommen momentan jetzt nicht so viele neue Mods und nicht so viel neuer Content raus, dass ich wirklich immer irgendwas zum Fahren habe. Und bevor ich dieselbe Strecke zum 1000. Mal fahre, dann nutze ich die Zeit und nehme ein Video von Dirt 3 auf zum Beispiel oder von irgendeinem beliebigen anderen Rennspiel. Und ein paar Leute von euch gucken sich das ja trotzdem an. Es sind nicht viele, das ist mir schon klar. Aber ein paar Leute gucken, ey, es sieht ziemlich geil aus hier. Aber ein paar Leute gucken sich ja die Rennspielvideos trotzdem an. Und das freut mich natürlich. Grüße gehen raus an der Stelle an die Leute, die sowohl meine Truck-Simulationen als auch meine Rennspielvideos gucken. Vielen, vielen Dank für euren Support. Aber ich möchte auf jeden Fall beides hier auf dem Kanal haben. Und vielleicht werden in nächster Zeit auch noch weitere Spiele dazukommen, so je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Vielleicht mal eine Folge Car Mechanic Simulator oder, keine Ahnung, irgendwas, worauf ich gerade Bock habe. Ich denke mal, Omsi wird ab und zu auch noch kommen. Ich habe ja jetzt auch momentan Urlaub. Deswegen werde ich, glaube ich, auch noch 1-2 Omsi-Videos aufnehmen, weil es 1-2 Busse gibt, die ich noch testen möchte, die kürzlich rausgekommen sind, die auch ganz gut auf meine Map passen tatsächlich. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ihr da trotzdem dabei bleibt und ihr müsst es natürlich ja auch nicht gucken, aber wenn ihr euch da so ein bisschen für begeistern könnt, oh, ein Skoda-Logo, ein riesengroßes, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ihr könnt mir natürlich auch, wenn ihr jetzt sagt, yo, ich finde Rennspiele ganz geil, da könnt ihr mir natürlich auch noch Rennspiele vorschlagen, die ich vielleicht in Zukunft auf den Zettel nehmen soll, kann. Und vielleicht ist es ja irgendwann, also eigentlich, oh. Ja, eigentlich habe ich auch vor, mal einen GTA-Teil zu Let's Playen. Irgendwie GTA, keine Ahnung, GTA 5, GTA San Andreas oder sowas. Also wirklich so ein richtig langes Story-Let's Play zu machen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass meine Community dafür momentan noch nicht groß genug ist. Und dass ich wirklich ein paar Leute bräuchte, die da aktiv dabei sind, damit ich auch motiviert bin, das wirklich durchzuziehen. Und das ist momentan noch nicht der Fall. Aber ich denke mal, vielleicht könnte es irgendwann soweit sein, dass wir vielleicht auch mal ein GTA-Spiel hier let's playen werden.
und generell so ein bisschen vielfältiger werden. Aber ihr braucht auf jeden Fall keine Angst zu haben. ETS und ATS-Videos kommen weiterhin. Mod-Vorstellungen, das ist auch wieder so ein Ding, da frage ich mich manchmal, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Weil wenn ihr jetzt sagt, yo, mach unbedingt Mod-Vorstellungen, dann würde ich tatsächlich ein paar mehr Mod-Vorstellungen machen. Es ist jetzt neulich zum Beispiel irgendein Iveco rausgekommen, den ich gerne mal zeigen würde, der mit der Haube vorne. Die meisten von euch wissen schon, welchen ich meine. Und generell mal den einen oder anderen Mod vorstellen, fände ich ganz cool. Vielleicht nicht nur Trucks auch mal. Wobei Maps mache ich ja, gut, ich wollte gerade sagen auch mal Maps, aber Maps mache ich ja extrem viele. Da haben wir ja alleine in den letzten Wochen, ich meine, jetzt gerade haben wir Poland Rebuilding und in den letzten Wochen hatten wir Île-de-France und Heilbronn hatten wir und wie heißt die denn, diese polnische Map? Kalisz, glaube ich. Die fand ich auch mega geil übrigens. Tut mir leid, dass ich mich hier nicht an den Namen erinnere. Die Map ist trotzdem gut. Und also ich glaube, mapmäßig sind wir momentan ganz gut dabei. Und ich werde bald, glaube ich, auch nochmal ein Video zur Red Sea Map machen. Hoffentlich. Und ich hoffe, dass von dem Terra Map Studio, was die Road to Asia und die Red Sea Map entwickelt, auch irgendwann die Road to Africa noch kommen. Dann gucken wir da auch mal rein. Aber ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall ein paar mehr Mod-Vorstellungen. Ich bin jetzt niemand, der sich hinstellt und anfängt, einen Skin vorzustellen, außer er gefällt mir irgendwie extrem gut. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal ein paar Trucks oder ein paar Tuning-Mods vorzustellen. Vielleicht gucke ich auch im ATS mal so ein bisschen, was es so gibt. Da bin ich ja, also was den ATS angeht, bin ich ja irgendwie, was Mods angeht, gar nicht am Stand. Ne? Das kann man ja auch mal ganz offen und, oh, wir müssen nach links. Oh, scheiße. Warte, was? Wo müssen wir hin? Ach, wir müssen nach links, um quasi wieder auf die Straße. Nee, wir fahren. Es ist verwirrend. Aber was ATS angeht, bin ich ja, was neue Mods angeht, sowieso nur so semi auf Stand. Deswegen wäre es vielleicht cool, wenn ich mich da auch mal so ein bisschen in die Materie reinbringe und vielleicht noch ein paar Trucks vorstelle, die ganz geil zu fahren werden. Oder, worauf ihr halt so Bock habt. Aber gute Maps kenne ich im ATS halt tatsächlich gar nicht. Ich meine, ich weiß, es gibt von den Leuten von Terra Maps, gibt es die Karibik Map. Und die Pazifik Map. Also die eine ist halt Hawaii und die andere ist halt so, naja, die karibischen Inseln halt, ne? Auch so ein bisschen Kuba und so. Die sind ganz okay, da habe ich glaube ich auch schon ein, zwei Videos zu gemacht. Kann man schon fahren, aber die haben halt nicht so die Masse, weil du bist ziemlich viel auf den Fähren zwischen den Inseln und relativ wenig auf den Inseln selbst unterwegs. Dann gibt es natürlich noch die Provinz Kanada, habe ich neulich erst ein Video zu gemacht. Die ist natürlich sehr, sehr cool. Aber die ist halt auch nicht so extrem umfangreich. Und die Coast-to-Coast-Map zum Beispiel, die ja wiederum sehr umfangreich ist, die ist hässlich. Also ich sage es euch einfach mal, wie es ist. Ich finde die Coast-to-Coast-Map leider grottenhässlich. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Deswegen fliegt die für mich leider auch aus. Es gibt irgend so eine Alaska-Map. Ich glaube, das ist eigentlich eine Pay-Map. Die wurde aber schon tausendmal auf irgendwelchen Mod-Seiten geleakt. Gucke ich mir, glaube ich, mal eher an. Und vielleicht mache ich da mal ein Video zu. Demnächst. Muss ich mal gucken, vielleicht taugt dir ja was. Aber wenn ihr irgendwelche ATS-Maps habt, die ihr noch empfehlen könnt, ich habe auch noch nie irgendwas von einer ATS 1 zu 1 Map oder sowas gehört. Sowas finde ich nämlich auch total spannend, aber ich glaube, das gibt es bisher einfach noch nicht. Wobei ich so eine 1 zu 1 Map von so einem ländlichen Gebiet irgendwo im mittleren Westen, ich fände das geil. Oder meinetwegen nicht im mittleren Westen, sondern irgendwo in den Rocky Mountains oder. Ach, das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Würde mir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Aber mal gucken, was die Zukunft da noch so bringt. Also, die Modding-Community im ATS ist gefühlt eh nicht so aktiv. Also, Trucks gibt es zwar schon mittlerweile einige, aber was Maps angeht, ist momentan noch nicht. Wobei man muss sagen, im ATS ist SCS Software da selbst sehr stark hinterher. Also, ich glaube, wenn jetzt eine ProMods hingehen würde und sagen würde: Okay, wir nehmen uns jetzt den American Truck Simulator. Und erweitern den bis zur anderen Küste, wäre das ja immer ein Wettlauf gegen SCS, weil SCS bringt ja tatsächlich normalerweise zwei Staaten im Jahr raus, die Richtung Ostküste führen. Und wenn die ProMods Richtung Ostküste arbeitet und versucht schneller als SCS zu sein und das, was die ProMods vor einem Jahr gebaut hat, schon wieder irrelevant wird, weil SCS das jetzt als DLC reinbringt, das wäre natürlich Quatsch. Also das kann ich schon verstehen, dass da in die Richtung niemand geht, aber so eine richtig gute Mexiko-Map oder. Meinetwegen auch so eine richtig gute große Kanada-Map, dass es das noch nicht gibt, finde ich krass, weil die ProMods Kanada ist ja relativ gut, aber die ist noch ziemlich klein. Und ich weiß auch gar nicht, wie aktiv da noch dann entwickelt wird. Ich meine, die wird zwar immer noch geupdatet auf die aktuellen Spielversionen, aber dass da eine neue Stadt oder so dazu gekommen ist, das ist ja schon tatsächlich länger her. Vielleicht wird es irgendwann ein riesengroßes Update geben und dann haben sie total viel Neues reingebracht, wer weiß.
Vielleicht sollte ich mich auch einfach mal im ProMods-Forum ein bisschen schlau machen. Es gibt bestimmt irgendeinen Entwicklungsthread zur ProMods Kanada und vielleicht gibt es auch genauere Angaben. Dann muss ich hier keine dämlichen Vermutungen anstellen. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber gut, ich merke schon, ich springe hier so ein bisschen von Thema zu Thema. Das eigentliche Thema war ja, es wird auf dem Kanal hier in Zukunft ein bisschen mehr Vielfalt geben. Ein bisschen mehr Rennspiele, also so wie ich es zeitlich schaffe. Wenn ich jetzt zum Beispiel pro Woche nur die Zeit habe, drei Videos aufzunehmen, dann werden das definitiv drei Truck-Simulation-Videos sein. Das hat momentan Priorität. Wenn ich aber Zeit habe, mehr als drei Videos aufzunehmen, dann werde ich drei Videos zu irgendwelchen Truck-Sims aufnehmen und alles Weitere werde ich dann mal gucken, dass ich in irgendwelche anderen Richtungen gehe, weil mir diese Vielfalt einfach relativ wichtig ist. Aber der ETS 2 und der ATS, die haben nach wie vor die absolute Priorität hier auf dem Kanal und so soll das auch sein. Und das sind im Endeffekt auch die Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause komme oder sowas, dann setze ich mich hin, fahre im ETS 2 mit irgendwelchen Kumpels eine Runde oder manchmal auch alleine mit einem Podcast oder so und dann fühle ich mich schon entspannter und es macht einfach mega Spaß, auch dadurch, dass immer wieder neuer Content kommt durch Mods und auch durch SCS, auch wenn da momentan so ein bisschen Flaute ist. Aber ich denke mal, die 1.47 wird auch nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen. Vielleicht kommt da ja in den nächsten 2, 3 Monaten ein neues Update und dann haben wir wieder was Neues zu fahren. Aber man kann es, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass ich mit den Spielen momentan am meisten Zeit verbringe. Ich verbringe auch relativ viel Zeit im Omsi tatsächlich, also in dem Bussimulator. Aber da bin ich tatsächlich eher so Modding-mäßig unterwegs. Ich baue ja meine eigene Map, Landkreis Lanau. Gab es auch schon ein paar Videos zu hier auf dem Kanal. Die wurde auch in den ersten drei Versionen schon veröffentlicht. Ob ich die nächste noch veröffentliche, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber da bin ich halt mehr so im Mapbau unterwegs und weniger so im wirklichen Spiel. Aber ich denke mal, das hat sich in den letzten Jahren noch ziemlich geändert. Also Umsee habe ich tatsächlich früher auch mal aktiv gespielt und bin ganze Dienste gefahren und habe die ganze Zeit irgendwelche Maps getestet, die ich noch nicht kannte. Aber irgendwann hast du halt auch da alles durch. Da muss man sagen, passiert momentan von der Community her auch nicht ganz so viel. Irgendwann hast du alles durch und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, einfach nur von A nach B zu fahren, sondern willst was Kreatives machen. Und irgendwann denkst du dir halt auch, naja, es gibt noch so nicht die richtige Map, die mir am meisten Spaß machen würde. Ja, komm, dann baue ich die mir halt schnell selbst. Und aus ich baue mir die schnell selbst sind im Fall von meiner Omsi-Map mittlerweile schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre geworden. Und die V3 ist gerade released worden, oder was heißt gerade vor? Ich glaube, mittlerweile schon 2 Monaten oder so. Und ich bin da auf jeden Fall immer noch weiter am Arbeiten. Und für mich ist die Map immer noch nicht fertig und da fehlt auch immer noch ein bisschen was. Und also von der Größe hauptsächlich, dass ich handwerklich teilweise noch ein bisschen mehr Qualität an den Tag legen könnte. Oder optisch, das ist klar. Aber hauptsächlich fehlt da von der Größe noch ein bisschen was. Ich hätte es gerne noch ein bisschen größer. Aber man fängt halt so an und denkt sich, ja, okay, es gibt jetzt nicht so die richtige Map, wo ich Bock habe, die mega zu fahren. Am anderen hat man sich satt gesehen, dann fängt man an, sich selbst was zusammenzuzimmern. Und im Endeffekt verbringt man die Zeit im Map-Editor 90% und die restlichen 10% testet man nur irgendwas. Und so wirklich fahren tut man die Map, die man sich eigentlich gebaut hat, weil es nichts Gescheites mehr zu fahren gibt, eigentlich. Das ist ganz komisch, aber es macht halt irgendwie auch unfassbar viel Spaß und ist halt ein ähnliches Phänomen wie der ETS 2. Wenn ich am stressigen Arbeitstag nach Hause komme und ich kann ein bisschen kreativ an der Map arbeiten und sowas, dann entspannt mich das. Also dann entspannt mich das tatsächlich mehr, als wenn ich mich hinsetze und fange an, irgendeinen Shooter zu spielen oder fange an, irgendwelche Rennen in Gran Turismo 7 zu fahren, wo ich mich ja am Ende noch konzentrieren müsste. Sondern ich kann wirklich so ein bisschen runterkommen. Finde ich ganz cool. So, nächste rote Ampel. Wie viele Kilometer haben wir eigentlich noch? Die Fahrt zieht sich tatsächlich mehr als ich. Wir haben immer noch 54. Aber klar, was habe ich eigentlich gedacht? Wir fahren ja hier auch mitten durch die Stadt die ganze Zeit. Wir sind wahrscheinlich immer noch nicht aus Danzig raus. Obwohl, ja, doch, okay, gut. Aus Danzig raus sind wir schon. Aber es ist immer noch alles sehr städtisch und sehr metropolitär hier. Was ich auch gut finde. Es gefällt mir richtig gut hier. Und es ist auch vom Fahrgefühl cool, dass du auch mal so durch große Ballungsräume, Ballungszentren fährst, wo du auch mehrere größere Städte dicht aneinander hast. Und dass du nicht immer nur im ETS, was du leider oft hast, durch die Gegend fährst, okay, Stadt, okay, raus aus der Stadt, ein paar Kilometer Autobahn, okay, nächste Stadt. Sondern dass auch hier mal die Städte oder so und so flüssig ineinander übergehen. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Und das ist doch ganz cool und sieht auch schön aus hier.
Gefällt mir. Also jetzt hier an der Stelle, wo wir jetzt im Moment sind, vielleicht nicht so, aber wo wir bisher waren, das war schon ziemlich schön. Und der Pink Panzer hat mir eigentlich empfohlen, ich soll in der Nacht mal durch Danzig fahren. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch wieso. Ich glaube, nachts mit Beleuchtung wäre es nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Ach so, wir dürfen hier sogar 60 fahren. Ich habe mein Tempomat runter auf 50 gestellt eben kurz, weil ich dachte, hier wird nie im Leben 60 sein, aber doch. Schon alles legal. Und ich glaube, hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Ich war zwar schon in Danzig, auf dem Poland Rebuild, auf dem anderen Safe Game allerdings. Und ich war auch schon in der Stadt, wo wir jetzt hinfahren. Aber ich glaube, ich bin noch nicht die Strecke dazwischen abgefahren, sondern bin da auf anderen Wegen dann hingekommen. Das hier ist auf jeden Fall auch eine interessante Baustelle. Okay, ich muss nicht blinken, es ist keine Kreuzung. Hat irgendwie so ausgesehen, als wäre es eine Kreuzung, wo einfach die Strecke nach links gesperrt wäre im ersten Moment. Aber ich glaube, die bauen hier eher so einen riesen Kreisel oder bauen den Kreisel ab oder um oder sowas, ne? So sieht das für mich ein bisschen aus. Cool. Also, dass du halt auch so Custom-Baustellen hast und so. Es gefällt mir einfach gut. Es ist so ein bisschen, auch wenn es teilweise optisch nicht ein 10 von 10 ist, aber schon ziemlich gut. Es hat halt von diesen, es hat dieses Poland Rebuilding, das hat definitiv eine ganz eigene Handschrift und eine ganz eigene Note, unverkennbar und will ich in meiner Map-Kombo definitiv nicht mehr missen. Red Sea Map habe ich jetzt übrigens drin. Ich habe ja mal ein Map-Kombo-Tutorial gemacht. Die Red Sea Map habe ich jetzt übrigens drin. Habe ich zum Laufen bekommen mit der ProMods Middle East. Dank jemandem von euch, der das in die Kommentare geschrieben hatte. Vielen Dank, Grüße gehen raus. Ich habe mich aber noch nicht darum gekümmert, dass die Connection von der Russmap zu den anderen Karten gut funktioniert. Da muss ich mich tatsächlich nochmal ein bisschen dran setzen und nochmal ein bisschen, ja, einfach mit der Reihenfolge spielen. Da hatte mir auch jemand von euch einen Kommentar geschrieben. Eigentlich müsste ich das einfach nur übernehmen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Ich nehme gerade die ganze Zeit Videos auf, dass ich dazu irgendwie gar nicht komme, auch wenn es so ein paar Mausklicks wären. Vielleicht bin ich auch einfach im Moment zu faul dafür. Aber ich werde es auf jeden Fall bald mal machen, weil mich diese ein, zwei Lücken, die ich da habe zwischen Russmap und ProMods, selbst mega stören. Deswegen werde ich mich darum auf jeden Fall zeitnah kümmern und dann werde ich, denke ich mal, wenn dann die 1.47 noch nicht schon draußen ist, werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall auch nochmal ein Update-Video machen zur Map-Combo für die 1.46, weil das sind tatsächlich ja auch Videos und da muss ich mich tatsächlich nochmal bei euch bedanken, die kommen extremst gut an. Also, wenn ich jetzt mal gucke, wie viele Views dieses Video schon hat, nach, ich glaube, das ist mittlerweile seit 4 Tagen oder so draußen. Das ist schon extrem gut. Das Video ist jetzt draußen seit 4 Tagen, genau hat 1364 Aufrufe. Aber auch das, was ich jetzt für mich aus meiner Sicht gestern hochgeladen habe, für euch ist das wahrscheinlich schon über eine Woche her, dieses Zukunftsvideo, was SCS so in ihrem Livestream, was die Jungs da so angekündigt haben und Mädels, auch das hat mittlerweile schon fast 900 Aufrufe nach nur einem Tag. Das ist schon extrem, was gerade abgeht. Und da bedanke ich mich natürlich auch bei euch für euren Support. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Weil wir erreichen hier tatsächlich immer mal wieder Zahlen, wo ich mir denke, Alter, das ist schon ziemlich krass. Klar, dann gibt es natürlich wieder Videos wie die zu den Rennspielen, die werden nicht ganz so viel geklickt. Alles ist klar. Ich habe mir diesen Kanal quasi aufgebaut, nur mit Truck-Simulationen. Wenn ich jetzt auf einmal anfange, Videos zu Rennspielen zu machen, dann wird die im ersten Moment, naja, dann werden die halt im ersten Moment nicht so viele Leute gucken. Aber ich denke mal, dass sich das über die Zeit auch entwickelt. Ich hoffe, dass sich das über die Zeit auch entwickelt. Und dass jetzt vor allem auch niemand auf die Idee kommt, zu deabonnieren, nur weil ab und zu mal auch ein Dirt 3 in der Abo-Box auftaucht. Jetzt müssten wir aber doch bald eigentlich da sein. Es sind immer noch 32 Kilometer, das ist unfassbar. Hier dürften wir sogar theoretisch mit 80 durchheizen. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde mit Zebrastreifen, Ampeln, Gehwegen, Fußgängern. Ich würde hier auf keinen Fall mit 80 durchhacken. Auch in der Realität, wenn irgendwo 80 ist oder so und ich mir denke, okay, hier ist es mir aber zu unsicher, weil hier laufen total viele Fußgänger und so rum, dann lasse ich das auch lieber mal und mache einen auf Verkehrsbehinderung. Das ist ja eh so geil, ne? Ich bin neulich mit dem Auto unterwegs gewesen, es war dunkel, es hat extrem stark geregnet, du hattest hier und da auch schon Aquaplaning und dann war ich halt auf einer Landstraße, es ging zwar nur geradeaus, aber du hattest hier und da halt wirklich Aquaplaning und es war dunkel und sehr starker Regen und so weiter und so fort. Und da war 100, es ging nur geradeaus, ein bisschen bergauf, glaube ich, oder bergab. Und ich bin tatsächlich 80 oder so gefahren, weil 100 bei dem Wetter hatte ich halt einfach keinen Bock drauf. Das Auto war eh noch nicht ganz warm, habe ich mir gedacht, okay, ganz entspannt, fahre ich meine 80 Tempomat. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die dich trotz Aquaplaning, trotz Dunkelheit, trotz starkem Regen,
einfach überholen. Und das hat mich dann, und auch wirklich asozial überholen. Vor allem hinter mir war auch noch jemand. Und dann hat er den hinter mir zuerst überholt, dann hat er mich überholt und ein Stückchen vor mir war auch noch jemand und den hat er dann auch noch überholt. Und das hat so ewig lang gedauert, bis er an diesen drei Autos überhaupt vorbeigekommen ist, dass er dann im Endeffekt, als er den letzten überholt hatte, eh schon da war, wo er offensichtlich hin wollte und ist dann in ein Wohngebiet abgebogen. Und da denke ich mir, Leute, das für die paar Sekunden war es das doch jetzt wirklich nicht wert. So, einmal wieder rechts rüber. Wo ich gerade von unverantwortlichem Überholen spreche, habe ich gedacht, mache ich es doch selbst auch mal vor. So, auch dieses Industriegebiet hier gefällt mir relativ gut. Also es kommt mir gerade ein bisschen unbekannt vor. Ich glaube, ich bin von der Seite einfach noch nie hier in die Stadt reingefahren. Aber in Leeburg gewesen bin ich auf jeden Fall schon mal. Weil die Straße hier wiederum sagt mir auf jeden Fall, was die Straßen hier haben, halt auch alle einen Wiedererkennungswert. Weil nichts sieht irgendwie gleich aus. Ist schon cool. Gut, hier die Menschen, die flackern halt ein bisschen hin und her. Gibt es da eigentlich irgendeine vernünftige Erklärung zu, warum das passiert? Weil das passiert auf so vielen Map-Mods. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Map-Modder da inkompetent sind. Ich glaube, das hat schon irgendeinen anderen Grund. Vielleicht irgendeine Grafikeinstellung oder so? Keine Ahnung. Aber wenn da einer von euch irgendwas weiß, könnt ihr es mir ja mal unten reinschreiben. Krass, ich dachte, das wird so ein kurzes, knackiges 10-Minuten-Video. Und jetzt ist es im Endeffekt schon 26 Minuten lang geworden. Jetzt muss ich nur mal gucken. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo genau ich hier rein muss. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich rechts rennen, wo der LKW steht. Steht zwar Sackgasse, aber ich glaube tatsächlich, hier komme ich auf den Hof rein, auf den ich will. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich muss mich natürlich hier ein bisschen am parkenden Kollegen vorbeizwängen, aber jawohl, das sieht gut aus. Auch die Einfahrt zu diesem Hof, klar, der Hof ist ein Standard-Asset, was wir bestimmt schon an vielen Ecken gesehen haben. Aber die Einfahrt dahin, die macht es irgendwie einzigartig. Und dass ich natürlich nochmal da an dem Zaun hängen bleibe, ne, das ist ja, das ohne geht ja nicht. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal auf Nummer sicher gehen, manövrieren unseren LKW noch hier rein, dass hier die Höfe auch immer schön zugestellt sind auf dem Poland Rebuild. Das finde ich auch cool. Das gefällt mir. Es macht das Ein- und Ausparken tatsächlich manchmal ein bisschen schwieriger. Gab aber auch schon ein, zwei Situationen, wo ich dadurch gar nicht mehr ein- oder ausparken konnte, weil einfach mein Parkspot zugestellt war. Wir stehen jetzt hier auch nicht gerade, aber gut, das Video ist lang genug. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.